So, in ein paar Monaten ist Weihnachten und jetzt könnte man sich fragen, ey, ich bräuchte doch vielleicht mal einen neuen MacBook. Was soll ich mir jetzt aber kaufen? MacBook Air, MacBook Pro, M1, M2 oder M3? Ganz schön viele Fragen. In diesem Video geht es um genau diese Antwort über diese Fragen. Legen wir los. Nur noch eine kurze Info zuvor. Ich nutze gerade noch meinen M1 MacBook Air, den ich mir vor einigen Jahren mal gekauft habe und bin auch noch einigermaßen zufrieden damit. Hi Ben. Willst du ins Video mit Kai reinkommen? Tschüss. So, mach das gut, ne? Ja. Ruf mich an, wenn du das, ne? Ja. Tschüss. Bye, bye. Da schneide ich raus. Und ich würde sagen, auch genau deswegen fangen wir direkt mal mit dem M1 MacBook Air an. Denn, wie gesagt, es war einfach nur die Ära von dem 2020er Intel MacBook Air zu dem M1er MacBook Air, wo Apple jetzt zum ersten Mal die Apple-eigenen Chips eingebaut hat. Das war ein großer Sprung, denn jetzt haben sich viele Dinge verändert. Nämlich einmal die Performance, die auf einmal viel, viel besser geworden ist. Und noch eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich der Akku. Der ist auf einmal auch richtig rapide gestiegen, was natürlich einige sehr viel begrüßt haben. Als dann der M2 MacBook herauskam, da gab es dann nur noch kleinere Verbesserungen, denn es war jetzt immer noch der Apple-Chip, damit vielleicht ein bisschen mehr Performance eingebaut, aber sehr größere Sprünge gab es dann nicht mehr. Es gab sogar eher Verschlechterungen, da nämlich dann die Lautsprecher jetzt nicht mehr dann an den Seiten verbaut wurde, sondern dann nämlich oben und unten. Das heißt, es gab keine richtigen Löcher mehr für die Lautsprecher. Der MacBook Air mit dem M1-Chip hat sich also lautsprechertechnisch besser angehört. Aber gut, was gab es noch für Neuerungen? Man kann nicht sagen, die Form hat sich geändert. Vorher war es noch so, die Form war hinten etwas dicker und wurde dann nach vorne etwas dünner. Jetzt ist es gleichmäßig und es sieht alles gleich aus. Ist jetzt ein bisschen symmetrischer, kann man sagen. Jetzt mit dem M2 MacBook Air muss man das Ganze auch nicht mehr mit USB-C laden, sondern man hat jetzt nämlich dann nochmal einen weiteren Anschluss mit MagSafe. Das heißt, man kann jetzt nochmal mit diesem magnetischen Laden auch gleichzeitig schneller laden. Und man hat halt diese zwei USB-C Anschlüsse noch für andere Sachen übrig. Und noch etwas ganz Wichtiges, was bei dem M2 MacBook Air verbessert wurde, sind die USB-C Anschlüsse. Denn vorher gab es nämlich noch Thunderbolt 3, jetzt gibt es Thunderbolt 4. Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Kabeln? Das habe ich dann auch am eigenen Leibe erspürt. Nämlich, ich habe mir extra von LG einen Monitor gekauft, mit dem man dann per USB-C anschließen kann und dann habe ich sozusagen ein USB-C-Kabel drin und könnte sozusagen dann noch an den Monitor noch Kabel reinstecken und das dann sozusagen als Hub benutzen. Mit Thunderbolt 3 ist das allerdings beschränkt, denn da kann ich das eben nicht so viele anschließen. Mit Thunderbolt 4 kann man jetzt viel mehr an diesen Monitor anschließen und das Ganze jetzt als Dongle benutzen. Ja, Apple hat dann auch noch ein besseres Display eingebaut, jetzt mit einer Notch. Das heißt, das Display ist auch noch ein bisschen größer geworden, dünnere Displayränder. Es sieht insgesamt, muss man schon sagen, ja, es sieht besser aus. Und eine Sache, bei der Apple sehr großen Wert drauf gelegt hat, ist die neue Kamera in dem MacBook verbaut. Vorher gab es nämlich 720p, jetzt gibt es 1080p. Das heißt höhere Auflösung. Aber ich kann sagen, die Kamera ist nicht dasjenige, das eure Videoqualität aufwertet. Ich würde euch einfach empfehlen, in Licht zu investieren. So könntet ihr dann auch mit dem alten MacBook Air sogar noch ein besseres Bild erreichen als mit dem neuen mit schlechtem Licht. Also wie gesagt, Licht ist hier einfach wichtiger als die Kamera. Das Mikrofon soll jetzt auch noch ein bisschen besser geworden sein, aber es gibt auch noch einen weiteren Nachteil, nämlich die SSD. Die wurde jetzt nämlich langsamer gemacht, so hat es nämlich jetzt dann nur die Hälfte der Geschwindigkeit von dem M1 MacBook Air. Muss man sich jetzt aber auch wieder fragen, stört einen das wirklich sehr? Aber gut, jetzt kommen wir mal wirklich zu den Leistungsunterschieden, denn da gab es wie gesagt eher weniger. So konnte man dann wie zum Beispiel beim Videoschnitt oder in Lightroom eigentlich fast keine Unterschiede bemerken. Und da wurde ich dann trotz den ganzen Neuerungen in 2024 im heutigen Stand keinen MacBook Air M2 empfehlen. Wenn wir dann jetzt aber zu dem MacBook Air mit dem M3-Chip kommen, gibt es dann wieder schönere Verbesserungen. So gibt es dann jetzt auch bessere Lautsprecher, die besser sind als der M2, trotzdem aber immer noch schlechter als der M1, die nämlich immer noch diese Lautsprecher an den Rändern hat. Bei den Mikrofonen gibt es jetzt auch eine Stimmenisolation, das heißt Hintergrundgeräusche werden jetzt auch ein bisschen gefiltert und man hört eure Stimme klarer. Die SSD wurde jetzt wieder schneller gemacht, also Apple hat aus dem Fehler vom letzten Jahr gelernt. Und auch die Performance ist jetzt auch schließlich mit diesem 3-Nanometer-Prozessor besser geworden. Jetzt gibt es nämlich dann auch besseres 3D-Rendering, das war dreimal besser als bei dem M2. Der Lightroom-Export ist um ein Vielfaches schneller geworden als bei dem M2. Und der Videoschnitt-Export hat sich auch ein bisschen verschnellert, also insgesamt überall ein paar kleine Verbesserungen mit dem neuen M3-Prozessor. Mit eingehend mit dem 3-Nanometer-Prozessor ist dann auch der Akku ein bisschen besser geworden, also man kann ihn noch länger nutzen, was sehr positiv ist. Aber immer noch keine sehr großen Sprünge in Performance, denn diese 8 GB, die behindern ein bisschen.
Bei Lightroom oder bei diesem Videoschnittprogramm, da spielt Arbeitsspeicher nämlich eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ihr also in Lightroom oder in irgendwelchen Videoschnittprogrammen oder was weiß ich, welche Programme, die sehr leistungsintensiv sind, dann solltet ihr euch lieber mehr Arbeitsspeicher dazu kaufen, als dann einen neuen Prozessor zu nehmen. Weil Arbeitsspeicher ist nämlich häufig hier einfach das Kriterium, was den Laptop einfach behindert und langsamer macht. Jetzt könnte man sich ja denken, oh, es gibt ja auch noch die Pro-Reihe, die 13 Zoll Pro-Varianten. Nämlich einmal der MacBook Pro 13 Zoll mit dem M1-Prozessor und das gleiche dann auch nochmal mit dem M2-Chip. Meiner Meinung nach wirklich gar keine Empfehlung, denn wie gesagt, es ist der gleiche Chip, der da verbaut wird. Dieses größere Display ist bei dem MacBook Pro immer noch nicht verbaut. Einfach viel teurer als das MacBook Air, obwohl das eigentlich keine großartigen Mehrwert hat, außer jetzt vielleicht 100 Nits heller bei einem Display, aber mehr auch nicht. Also hier aufgepasst, die MacBook Pros 13 Zoll sind nicht zu empfehlen, weil die einfach den gleichen Prozessor verbaut haben und da sollte man sich dann eher den MacBook Air kaufen, wenn man dann mit der Leistung schon zufrieden ist. Wenn man aber allerdings nicht mit der Leistung zufrieden ist, dann gibt es dann auch immer noch die MacBook Pros 14 Zoll. Aber auch nicht nur Performance ist dann hier besser, sondern natürlich auch alles andere. Hier gibt es dann auch selbst dann schon bei dem M1 Pro ein größeres Display mit Notch und XDR-Display, also mit Mini-LEDs, was super Kontraste bietet, 500 Nits hell und sogar 1600 Nits hell mit HDR-Inhalten. Es werden hier auch größere Lautsprecher drin verarbeitet, mit direkt viel mehr Bässen, der Klang hört sich direkt viel mehr stärker an. Die SSD ist sogar doppelt so schnell wie bei dem M1-Prozessor, also schon doppelt so schnell als sowieso schon gut. Und das Wichtigste aber bei diesen 14 Zoll MacBook Pros, nämlich einmal die Anschlüsse. Denn hier gibt es nämlich jetzt auch noch einmal einen SSD-Anschluss, um SSDs auch an der Kamera direkt anzuschließen und man braucht keinen Adapter mehr, was ein sehr großer Mehrwert ist. Und noch eine ganz wichtige Sache, wenn man zum Beispiel zwei Displays anschließen möchte an diesen MacBook, dann geht das mit dem MacBook erst nicht. Da kann man nämlich nur ein Display anschließen, das ist noch eine Softwarebehinderung. Das würde auch mit den ganzen MacBook Airs gehen, aber da haben sie einfach eine Software-Limitierung reingebaut, was ich einfach nur unverständlich finde. Denn ich hatte auch mal einen früheren MacBook Air von 2014 und selbst der konnte schon mit zwei Displays angeschlossen gut arbeiten. In diesen MacBook Pros mit 14 und 16 Zoll ist dann auch direkt der Akku viel, viel besser. Also der M1 Pro war auch hier schon ein riesiger Schritt von dem normalen M1 nochmal und auch wirklich sehr zu empfehlen für Video Schneider oder Fotografen, weil es einfach so viel Leistung hatte. Dann gab es als nächstes den MacBook Pro mit M2 Pro Chip, auch wieder 14 Zoll. Da gab es aber weniger Neuerungen. Da gab es dann zum Beispiel so welche Neuerungen wie einen besseren HDMI-Anschluss. Man kann jetzt also 8K mit sonst was wie viel anschließen, was glaube ich mal so vielleicht 10% der Bevölkerung, wenn nicht sogar noch weniger, brauchen. Das Display hat sich hier auch wieder nicht verändert, also es ist gleich hell geworden und auch die Performance ist basically gleich geblieben. Nur ein paar Prozente waren der Unterschied, aber auch mehr nicht. Da war der M1 Pro einfach schon zu gut. Größere Unterschiede gab es dann aber wieder bei dem M3 Pro Chip, also jetzt der aktuelle MacBook Pro. Der hat dann nämlich wieder dann mit diesen 3 Nanometer Prozess einfach einen größeren Sprung. Hier ist dann der Akku nochmal besser geworden, aber auch gleichzeitig hier nochmal die Performance. Das Display kann jetzt auf 600 Nits erhellt werden, statt vorher auf 500 Nits und die SSD ist sogar noch mal schneller geworden und ich kann daran nicht glauben, so schnell. Wir sind mittlerweile auf einem Stand, wo es einfach nur noch unnormal schnell ist. Dieser M3 Prozessor hat dann auch eine bessere Hitzeverteilung, das heißt, die Hitze wird gleichmäßiger auf den ganzen MacBook aufgeteilt, so entstehen dann diese ganz hohen Temperaturen dann erst später und man kann damit halt länger durchhalten und auch vor allem bieten diese MacBook Pros ja auch Lüfter, das heißt, sie bleiben länger cool und überhitzen nicht so schnell, wie es ja auch die MacBook Airs tun, wenn sie krassen und aufwendigen Arbeiten ausgesetzt sind. Also um das Ganze jetzt hier nochmal zusammenzufassen, man kann sagen, der MacBook Air M1 war eine große Neuerung und eine Verbesserung, eine große Verbesserung zu den vorherigen MacBook Airs. Das würde ich empfehlen. Dann gab es nochmal einen etwas größeren Sprung bei dem M3 MacBook Air, aber auch nicht ganz so groß. Der MacBook Pro 14 Zoll mit dem M1 Chip war auch nochmal performancemäßig und den ganzen Neuerungen einfach auch nochmal empfehlenswert. Und der M3 Pro war wirklich auch fantastisch. Also, wem würde ich jetzt welchen MacBook empfehlen? So, kommen wir nun einmal zu dem normalen Consumer, der vielleicht für die Schularbeiten mal was braucht und da würde ich ihm den M1 MacBook Air empfehlen. Ja, es ist der älteste und ja, er wird weniger Updates bekommen, aber auch immer noch lange genug. Er wird noch bis 2027, wenn nicht sogar bis 2030 noch richtige Updates erhalten und danach dann noch 2 bis 3 Jahre Sicherheitsupdates, was vollkommen ausreichend ist. Das heißt, ab jetzt also noch 4, 5 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt mal unter uns. Nach 4 Jahren kaufen wir uns auch sowieso einen neuen, weil die Leistung einfach für uns nicht mehr ausreichend ist, weil es dann vielleicht schon 8K-Video gibt. Der M1-Prozessor ist hier wirklich für
eigentlich jeden gedacht, der gerade jetzt mal nicht irgendwie Fotos bearbeitet oder Videos schneidet. Selbst damit komme ich ja jetzt auch schon zurecht und ich habe nur 8 GB Arbeitsspeicher. Also eigentlich eine gar nicht so gute Kombo. Wer dann aber sowas macht, wie zum Beispiel Fotos bearbeiten oder Videoschnitt, dem würde ich dann wirklich ganz klar entweder den MacBook Pro 14 Zoll M1 oder den M3 empfehlen. Weil hier gab es einfach die meisten Sprünge. Hier kann man nur sagen, bei dem M1 spart ihr nochmal eine Menge Geld. Da könnt ihr dann zum Beispiel ein bisschen mehr Arbeitsspeicher dazu nehmen und hättet dann hier auch nochmal eine genügend ausreichende Performance. Man kann hier einfach mehr Displays anschließen und man hat diese tollen Anschlüsse, womit man dann einfach dann die SSD-Karte von der Kamera direkt in den Computer reinstecken kann. Ah, fantastisch. Aber ich muss dazu auch noch einmal sagen, Ende des Jahres sollen jetzt auch die neuen MacBooks rauskommen. Also mit den M4-Prozessoren dann wahrscheinlich, die jetzt dann auch schon in manchen iPads verbaut sind. Wer also noch darauf warten kann, dem würde ich das Ganze empfehlen, denn auch selbst wenn ihr dann diese neuen MacBook Airs oder insgesamt MacBooks nicht kaufen wollt, dann werden die alten auch trotzdem noch günstiger werden. Also ja, warten lohnt sich hier auf jeden Fall. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.